Hallo, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen gemeinsam in die neue Woche. Hier gibt es den Wochenblick vom 7. bis zum 13. Oktober 2024. Du weißt, Kollektivlegungen bitte auf dich umlegen und das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung schau gerne unterhalb dieses Videos in der Beschreibung. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten und du wirst über den Link weitergeleitet. Und ich bedanke mich einmal für alle Teilnehmer am Tagesretreat am Wochenende. Es war ein wunderschön, magischer, heilender Tag, auch für mich persönlich. Vielen, vielen lieben Dank. Und dort verkündet, möchte ich es auch hier verkünden, denn am 1. Oktober, also jetzt im Oktober 2024, feiere ich mein vierjähriges Firmenjubiläum in den Räumlichkeiten in Köln. Und aufgrund dessen habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Ein Special, ein Paket für, wie ich finde, wirklich einen ganz tollen und einmaligen Preis. Und zwar gibt es einen Winterzirkel. Und du findest auch unterhalb dieses Videos in der Beschreibung den Link, der leitet dich weiter und du kannst dir alles in Ruhe durchlesen. Denn ich habe diesen Jahr ein Package gemacht, ganz nach dem Motto, lieber gemeinsam statt einsam durch die Winterzeit. Und dieser Winterzirkel beinhaltet sowohl die Video-Rauhnachtsbegleitung mit 9 Orakelvideos, die dich wirklich in deinem ganz eigenen Prozess durch die Rauhnächte führen, Tag für Tag, und auch mit Meditation, mit Orakeln, mit einer Jahresvorschau. Gleichzeitig gibt es für alle Teilnehmer des Winterzirkels eine Legung zum Advent, was auf die Woche bezogen ist. Das heißt, eine ganz, ganz spezielle Wochenbotschaft, kann man so sagen, für alle Teilnehmer. Und du musst dir vorstellen, es sind natürlich nicht so viele wie hier im Kollektiv, was ich anspreche. Das heißt, du kannst es viel besser für dich persönlich nutzen, auf dich umlegen, mit vielen kleinen Überraschungen und mit Live-Talks. Es wird einmal den Cozy Coffee geben. Da treffen wir uns in gemütlicher Runde via Zoom und quatschen über aktuelle Energien, lernen uns ein bisschen kennen. Und dann gibt es den Oracle Talk. Das heißt, ich ziehe eine Orakelkarte, wir treffen uns via Zoom und dazu channel ich wichtige Botschaften, die uns betreffen, bezogen auf das Thema, und gehen dann noch in den Austausch und gegebenenfalls ein paar magische Übungen zusammen. Zum Abschluss gibt es ein Neumondritual und das am 29.01. Das heißt, wir starten am 11.11. und es endet am 29.01. Und in dieser Zeit gibt es ganz viele schöne Specials. Und ja, vielleicht ist das was für dich. Ich verlinke unten alles, wenn du Lust hast, schau gerne vorbei. Und auch in kleinem, in wirklich kleinem, exklusiven Kreis gibt es ein Samhain-Live-Event, relativ kurzfristig. Und da geht es wirklich um absolute Mystik, um die Ehrung der Ahnen, um Jenseitskontakt, um tiefes Orakeln, also ein richtiges Mystik-Event, worauf ich mich sehr, sehr freue. Aber wie gesagt, da gibt es wirklich ganz wenige Plätze und ja, die Hälfte ist auch schon weg. Das wieder in Pulheim in der Nähe von Köln und da freue ich mich riesig auf alle Teilnehmer. Also, wir starten aber jetzt mal mit dem Wochenblick und ich habe mich schon eingestimmt, eben mit euch verbunden, mit dem Kollektiv, mit den Wochenenergien und es war sehr spannend, denn das Erste, was ich wahrgenommen habe, meine Lieben, war Tannenduft. Die Farbe dunkelgrün, also sowas wie Tannengrün und der Duft von Tannen. Sowohl so ein bisschen Waldduft, aber fast auch schon so ein bisschen Weihnachtsduft, ohne aber diese Weihnachtsdeko. Wenn ich jetzt in diese Situation, in diesem Moment eintauche und auch das bitte schon für dich persönlich umlegen oder vielleicht begegnet dir Tannenduft, diese Farbe Tannengrün irgendwie in dieser Woche ausschlaggebend für dich, dann ist das ein Zeichen für dich. Es ging so ein bisschen um das Wort oder das Gefühl von Heimat, nach Hause kommen, aber nicht im Sinne von der Herkunftsfamilie an sich, sondern vielleicht, dass du an einen Ort kommst oder
in eine Gruppierung kommst, mit einem Menschen in Verbindung kommst, was für dich ein Gefühl von Heimat auslöst, aber in einer ganz anderen Art und Weise. So ein bisschen Seelenverbindung oder man hat das Gefühl, man trifft auf jemanden, ist in einer Situation, wo man weiß, wow, irgendwoher kenne ich das, aber nicht aus diesem Leben. Also sehr magisch, ein bisschen mystisch, aber natürlich im schönen Sinne. Auf der anderen Seite habe ich das Bild und auch das Gefühl gehabt, dass von der Brust so ein bisschen nach vorne gezogen wird. Das habe ich eher vom Universum gesehen, so als würde man jetzt gezogen werden. Man hat aber das Gefühl, als würde man wirklich von vorne gezogen werden. Und dass das Universum sagt, hey komm, ich ziehe dich in die richtige Richtung. Das kann unabhängig von den Themen sein, könnte aber natürlich auch irgendwie zusammenhängen. Du wirst in dieser Woche gezogen. Das Wort Anziehung kam, also Anziehung von gewissen Möglichkeiten, Momenten, Situationen und gleichzeitig auch zu wissen, dass man hier universell geführt wird, was dann wieder mit dem Thema Vertrauen einhergeht. Okay. Schauen wir uns an, was ist die Hauptenergie für uns in dieser Woche vom 7. bis 13. Oktober 2024? Was ist die Hauptenergie, das Hauptthema in dieser Woche? Wow, jawohl, wir haben den Wohlstand. Das ist auch so ein bisschen diese Energie mit diesem Ziehen. Sehe ich in Verbindung mit Manifestation, aber eher nicht so, dass sie zu dir fließt in Leichtigkeit, sondern vielleicht, dass du dir selbst so ein bisschen im Weg stecken musst und wir sind sagen, hey, die Manifestation ist ja schon da, komm mal hier hin. Lass dich doch mal hier hinziehen. Und interessant finde ich, oftmals bekomme ich ja so, wenn das Universum so ein bisschen schiebt, aber das ist eher so ein Ziehen, so hey, komm hierher. Ne? Vielleicht auch, dass der Wohlstand, die Fülle dich zieht. Und das gibt's ja nicht. Als ich mich eingestimmt habe, jetzt macht das alles total Sinn. Du musst dir vorstellen, ich stimme mich ein und gewisse Energien nehmen Platz, helfen mir, die Botschaften zu übermitteln, zeigen mir gewisse Dinge. Und Lakshmi hat Platz genommen. Und das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, dass ihre Energie sehr präsent war. Sie war wirklich so, als würde sie an Tisch Platz nehmen. Und das passt ja auch wieder. Das bedeutet, das, was jetzt in dieser Woche geschieht oder wo du hingezogen wirst, dient deiner Fülle. Also hab Vertrauen, es dient wirklich einem guten Prozess. Und das mag sich natürlich nicht so gut anfühlen manchmal, vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, so gezogen zu werden, man ist unsicher, man weiß nicht, wo es hingeht, aber hab Vertrauen, denn es dient hier wirklich vielleicht sogar eine Art Manifestation, den guten Dingen, als würde da etwas auf dich warten, als würde irgendwo etwas warten. Und vielleicht hat das mit Wald zu tun, mit Nadelbäumen, mit Tannen oder mit Weihnachten, wie auch immer, doch es geht hier in die richtige Richtung und es ist so, als würde die Manifestation diesmal dich ein bisschen anziehen. Warum das jetzt so dargestellt wird, ist bei jedem wohl unterschiedlich. Vielleicht bekommen wir da aber auch so ein bisschen mehr Ansicht gleich. Wir schauen. Wir legen 7 Karte für die Woche aus, vom 7. bis zum 13. Oktober 2024. Schauen in die einzelnen Tage. Ich bekomme auch Vertraue der Fülle, was auch immer das für dich bedeutet. Also vertraue auch, dass das in dein Leben fließt. Wow, unterer Kartenrand der Turm, darunter der Stern. Also Umbruch zur Fülle, das heißt schieben oder gezogen werden für die Fülle, passt schon mal ziemlich gut zusammen. Okay, wir starten mit 5 der Kelche. Wir haben den Eremiten, wir haben das Rad des Schicksals, wir haben 6 der Münzen.
Drei der Kelche, sieben der Schwerter und Page der Stäbe. Eine Erwartung, etwas, womit du dich schon länger beschäftigst, etwas, was du vielleicht schon länger erwartet hast, geht aus deinem Gedächtnis, aus deinem Fokus heraus, weil das, was wirklich auf dich wartet, vielleicht hier bezogen aufs Universum, bezogen auf das, worum es hier wirklich geht, jetzt Platz einnimmt. Das hängt zusammen und das kann möglicherweise sein, dass das hier wirklich miteinander zu tun hat oder die Essenz die gleiche ist. Doch der Weg oder die Darstellung, wie es zu dir kommt oder wo du platziert wirst, ist möglicherweise etwas anders. Es dient aber auch dazu, gewisse Erwartungen loszulassen, damit es sich hier wirklich für dich günstig drehen kann. Dass dieser Weg wirklich günstig für dich freigemacht wird. Und es ist so ein bisschen jetzt auch vom Universum absolut geplant, dass du jetzt endlich einen anderen Blickwinkel bekommst oder vielleicht dich mit etwas anderem beschäftigst, damit das andere Platz nehmen kann. Aber der Fokus muss auf etwas gelegt werden und das hat sehr viel mit deinem Potenzial, mit einem großen Bereich in deinem Leben zu tun. Möglich, dass entweder du dich heute oder an einem anderen Tag in der Woche, also wenn die Tagesenergie nicht on point, on Tag mit dir resonieren. Ein Tag in dieser Woche kann es sein, dass du das Gefühl hast, dass du so ein bisschen nostalgisch bist, dass du dich nicht gut fühlst, dass du in einem Schmerz feststeckst oder aber eine Person, mit der du es zu tun hast. Jemand könnte dir dein Herz ausschütten. Könnte das Gefühl haben, dass das Leben unfair ist, könnte das Gefühl haben, keine Kraft mehr zu haben oder auch wie den letzten Einsatz gegeben haben und das Gefühl zu haben, etwas verspielt zu haben, irgendwie so. Für die allermeisten sehe ich das, dass es eher um eine Person geht, mit der du es zu tun hast. Ebenfalls. Ja, reicher guter Herr. Ebenfalls kann es sein, dass dir auffällt, dass du dich viel zu wenig um dich selbst gekümmert hast in letzter Zeit, dass du das nachholst oder eine Strategie entdeckst, was du tun kannst, um das wieder mehr in deinem Leben einzuladen. Es geht um einen Ausgleich, worüber du dir sehr viele Gedanken machst. Es geht gleichzeitig aber auch so ein bisschen um die Sonnenseite des Lebens. Also was in deinem Leben aktuell wirft einen Schatten drauf? Was für ein Thema, was für ein Mensch, was für eine Situation? Hier darf dieser Ausgleich kommen, es darf wieder in Harmonie. Ja, Erwartungen. Irgendwie musst du gewisse Erwartungen, wie etwas funktionieren soll, loslassen, damit es anders zu dir kommen kann. Dennoch gibt es in dieser Woche einen großen Grund zu feiern. Ja, eine Person, möglich weiblich, reiches Mädchen, hat hier eine gewisse positive Absicht oder möchte mit dir etwas teilen, was möglicherweise eine Art Geschenk für dich ist. Eine Situation, die sich in Stagnation geritten hat, also eine Situation, wo du das Gefühl hast, du bist zurückgesetzt, du bist im Mangel, du kommst nicht weiter, vielleicht weil du abhängig bist von einer anderen Instanz, von jemand anders, wird sich auflösen, wird unterbrochen und wird somit wieder in Gang gesetzt werden. Also etwas, was geregelt wird, etwas geht weiter. Wichtig ist, dass du in dem Gefühl bleibst, dass des Vertrauens, des guten Glaubens. Das ist ganz, ganz wichtig, denn es wird hier definitiv, die Stagnation wird beendet werden. Du hast hier sehr viele Menschen, auch hier mit der guten Dame, sehr viele Menschen in dieser Woche. Wir haben guter Herr, gute Dame. Viele Menschen meinen es sehr gut mit dir, weil du auch in einer Energie der Unterstützung bist, des Mitgefühls, der Hilfsbereitschaft. Also es ist etwas in dieser Woche,
wo Geben und Nehmen hier tatsächlich stattfindet. Du gibst vielleicht mit deinem Ohr, du hörst zu, du unterstützt und auf der anderen Seite bekommst du hier vielleicht Einladungen oder ein materielles Geschenk oder glückliche Fügungen in der Situation selber oder aber du hilfst dem und dem Freund und in einer anderen Situation beruflich bekommst du dann etwas geschenkt. Zu hohen Ehren kommen. Wir haben hier praktisch symbolisch zweimal den Turm. Es kann sein, dass es um Gebäude geht, dass es um Einrichtungen geht, aber es geht hier natürlich um den Umbruch. Es geht hier um das Ziehen in neue Gefilde. Das kann in neue Thematiken, neue Orte sein, neue Bereiche, Aus- und Weiterbildung. Also für jeden natürlich unterschiedlich, aber es dient hier dem höheren Wohle. Und mit Wohlstand geht es ja auch darum, dass du dich wohlfühlst, dass du merkst, irgendetwas passiert in mir, irgendetwas passiert mit mir und ich merke, ich weiß vielleicht nicht, wohin es geht und ich weiß, ich fühle mich gerade unsicher, aber ich weiß einfach innerlich, das dient meinem Wohle, weil es geht mir besser. Die Energie baut sich auf, die Energie dehnt sich aus. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Schauen wir, worum geht es noch in dieser Woche? Es geht um Sicherheit, Stabilität in einem ganz bestimmten Bereich und möglicherweise um eine Reise. Es geht hier darum, von A nach B zu kommen und gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass du hier begleitet bist. Eine Person begleitet dich auf einer Reise möglicherweise. Das kann die Reise nach innen sein, die Reise in einem neuen Themengebiet oder es geht um eine physische Reise, wirklich hier einen Ortswechsel. Hab Vertrauen, du kannst vertrauen. Diese Person scheint sehr loyal zu sein, scheint wirklich ein Begleiter zu sein, dich dorthin zu führen, wo du hinhältst. Ja, als würdest du Platz nehmen, als würdest du gezogen werden. Es kann auch sein, dass jemand dir ein Angebot macht, was du nicht abschlagen kannst. Und das zieht dich praktisch an. Und du bist vielleicht unsicher, aber denkst, boah, das ist so gut. Ich kann irgendwie nicht Nein sagen, worum es auch geht. Und das könnte hier schon das Zeichen sein. Achte natürlich bitte immer auf deine Intuition. Aber das könnte das Zeichen sein, hey, das ist der richtige Weg. Sobald du das Gefühl hast, etwas zieht dich nach vorne, könnte es sein, hey, du bist hier auf dem richtigen Weg in dieser Woche. Zum Abschluss noch ein Rat des Universums, bitte. Zum Abschluss eine Karte. Ja, das ist es. Stabilität und Frieden. Du kommst dir in eine neue Stabilität, in eine Sicherheit. Hab Vertrauen. Das, was jetzt passiert, dort findest du den Frieden, die Erfüllung, auch hier dieses Leuchten, Ausdehnen. Es dient hier dazu, sicher weiterzugehen, sicher deinen Weg zu gehen und gleichzeitig auch vielleicht sogar mit einer Gemeinschaft, mit anderen Personen und diesen Frieden zu spüren. Möglicherweise bekommst du ja auch ein Krafttier an deiner Seite. Für die vielen wird es ein Vögelchen sein, ein relativ kleines Vögelchen. Vielleicht, was du siehst, was zur richtigen Zeit oder wenn du ein Telefonat hast, was sich vor dich setzt, das könnte ein Zeichen sein. Hab Vertrauen, dass du in dieser Woche in deinen Frieden kommst, bezogen auf ein Thema in deinem Leben. Diese Woche hält auch eine ganz besondere Antwort für dich bereit. Eine Antwort, die du bekommst von einer Person möglicherweise, die etwas sagt und dadurch etwas in dir auslöst und du weißt, dass dieses Wort, diese Antwort für dich ist. In dieser Woche wird eine Situation, eine Sache geklärt werden. Das dient dazu, dass du in neue Stabilität kommst, in Selbstsicherheit. Wir haben hier die 29 und wir haben hier die 36. Und ich bekomme gerade das Symbol und auch das Wort Flöte.
Also wie ein eher so antikes, eine antike Flöte. Sowas wie zum Beispiel ein Gaukler früher hatte. Also irgendwie so ein bisschen verziert, antikes Stück, antikes Instrument, antikes Stein oder Flöte, Klänge. Alles, was so ein bisschen damit zu tun hat, könnte irgendwie ausschlaggebend sein. Oh yes. Tender Embrace. Wir haben hier die 22, wir haben das Herzchakra. Du wirst sehr berührt werden in dieser Woche. Quieting the Mind ist hier wieder, ne, mit Selbstfürsorge. Also wie schaffst du es hier wieder, für dich Platz einzunehmen und gleichzeitig wieder den Weg, die Anbindung an dich zu finden. Die Berührung in dieser Woche mit einer Situation, mit einem Menschen oder wirklich mit dem, wo es dich hinzieht, sehr, sehr ausschlaggebend wird eine, ja, diese Situation sein. Wir haben hier Herzchakra. Ich sehe das wirklich mit diesem nach vorne ziehen. Du wirst es im Brustbereich spüren. Du wirst das Gefühl haben, dass du irgendwie nach vorne gezogen wirst. Aber nicht negativ, nicht abhängig, sondern als würde das Universum, als würde Lakshmi, als würde die Manifestation dich nach vorne ziehen. Warum auch immer von vorne ist. Es ist so dieses, es zieht dich irgendwo hin. Ich sehe auch vielleicht so eine Situation, man geht einkaufen und man geht nach vorne und auf einmal stößt man mit jemandem aus Versehen zusammen und dann gibt es einen unglaublich magischen Moment, einen wertvollen Austausch. Irgendwie so. Könnte ja auch sein. Also, ich bin gespannt, was uns diese Woche erwartet. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare. Schön, dass du hier bist. Vielen, vielen lieben Dank. Und wenn du magst, bis ganz, ganz bald. Also, mach's gut.